Schaut mal, ich bin der Jörg und heute wird der Stier entfesselt. Denn heute wollen wir den ersten Sieg holen. Am besten gerade gegen den ersten Gegner, der heisst HC Lugano. Es wird ein harter Fight geben, jedoch wird es ein geiler Fight sein. Bevor wir jedoch aufs Eis stürmen, will ich nochmal jedem einzelnen von euch danken für den Support von der ersten Folge. Richtig fettes Dankeschön. Und etwas anderes, was genauso geil ist, ja für mich persönlich sogar fast noch motivierender ist, das ist eure Aktivität bei den Kommentaren gewesen. Wie geil, ich habe es so richtig gefeiert, besonders weil ihr auch untereinander so ein bisschen rivalisiert habt, Fans unter eigenen Mannschaften und das Ganze auf eine anständige Art und Weise. Klar, ein bisschen Neckereien sind dabei gewesen, aber eben anständig, nicht mit Huso oder irgendwelchen anderen Beleidigungen, sondern anständige Neckereien, Angreifereien und so etwas. So etwas finde ich richtig geil und ich hoffe, dass ihr das auch wieder heute werden machen bei dieser Episode. Denn Lugano wird sicher auch ein paar Fans haben und der zweite Match gegen Versa wird immer sein. Auch der Club wird sicher Fans haben. Wenn du also von einem Fan von einem Club bist, von den heutigen Gegnern, dann schreib doch das unten rein und dann schau, was passiert, wie andere darauf reagieren. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf eure Kommentare und natürlich vergiss nicht, dem Video einen Daumen nach oben da zu lassen und meinen Channel kostenlos abonnieren, sofern du das noch nicht gemacht hättest, denn nur so kannst du gar nichts verpassen. Und jetzt starten wir mit der Action. Also ab geht's! Wir sind am Bulli-Kreis und verlieren natürlich das erste Bulli gerade direkt. Lugano, starker Gegner, aber da sind sie bereits im Abseits. Und jetzt der erste Angriff. Wir schiessen, aber direkt wieder auf den Goalie. Im ersten Spiel haben wir eine scheiß Chancenauswertung. Darum müssen wir aufpassen, dass Lugano ja keine Kiste macht. Und das wäre da fast der Fall gewesen. Sie haben weiterhin Gibone, komme ich da unter den Pfosten, rettet uns. Aktuell komme ich einfach nicht durch und jetzt haben wir sogar noch eine Strafe kassiert. Nein, wir verlieren auch hier die Schiebe, da kommt der Pass und unser Goalie safe das. Ja, können wir jetzt endlich einen Angriff starten. Wir müssen einfach schiessen. Ich muss mich unbedingt steigern jetzt in dem zweiten Drittel, aber indem wir Unterzahl haben, ist es verdammt schwer, aber wir können bis jetzt das Goal verhindern. Und jetzt halt Konter, kommt Pass, Schuss, yes, 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 Konter, Shorthander, 1-0. Meiner Meinung nach aktuell unverdient, aber ich scheiß drauf, wir führen. Nächster Angriff im gleichen Unterzahlspiel und die nächste Kiste, nein. Scheiße, der Freischuss, Mann. Nein, nein, die Scheibe, die läuft zu Gott und unser Goalie lässt dann scheiße rein. Wir haben uns jetzt wirklich gesteigert, aber ja, der Ausgleichstreffer ist zwar verdient, aber... Perfekt! Nein, Metall, das ist zu wenig perfekt gewesen. Nein, wir werden auf der Seite umtätschen. Und der andere steht doch frei in der Mitte. Schön, Goalie. Scheiße. Oh, Goalie. Wir haben uns gesteigert im zweiten Drittel und jetzt haben wir im letzten Drittel gerade Chance für eine Kiste. Nein, er macht sie nicht. Ah. Unglaublich. Es steht weiterhin 1-1 und wir haben wieder einmal ein Unterzahlspiel. Und ich mache einen scheiß Feldpass und das gibt zum Glück kein Goal. Aber eine weitere Strafe. Meine Güte, 5 gegen 3 und wir haben den Angriff. Ich schieße einfach. Wie geht der rein? Wir haben so ein Glück gegeben. Unglaublich. Das ist wirklich. Hey, sorry, so etwas darfst du nicht reingehen lassen. Das war noch schlimmer als von unserem Goalie. Wahrscheinlich hat er einfach nichts gesehen und darum die Scheibe reingelassen. Keine Ahnung, Goal ist Goal, wir führen wieder. Man darf nicht vergessen, wir haben ja zwei Mal weniger auf dem Eis und da kommt gerade der Ausgleich. Ach, unsere Freude, unser Glück haltet nicht lange an. Bereits jetzt ist schon der Ausgleichstreffer erzielt worden. Wir haben weiterhin einmal weniger und können dort durchlaufen und wir erzielen gerade wieder die Führung. Was geht da ab? Drei Goal in der kürzester Zeit. Unglaublich. Weitere Führung oder erneute Führung, besser gesagt, für den EV-Zug. Müssen wir die Führung einfach halten. Wir müssen jetzt die Führung einfach halten. Schön, Goalie. Ein Goal ist einfach zu wenig. Wir müssen unbedingt eine weitere Kiste machen. Und da ist die weitere Kiste. 4-2. Nein. Aha. Unser Goalie, nein. Ich habe nicht mehr gemacht, ich habe nur noch auf der Goalie geguckt. So ein Fehl von mir, was passiert. Das 3-4. Ach nein. Das lassen wir nicht mehr so. Wir lassen es nicht so, dass ich eine Kiste machen. Yes!
Wir haben gewonnen gegen den HC Lugano. Zweites Saisonspiel, erster Sieg. Und ab in der zweite Match für heute. Und im zweiten Match heisst unser Gegner Lausanne. Ein Gegner, der ebenfalls stark ist, aber auch der schlagbar. Leider der erste Schuss für uns nicht drin. Vielleicht aber der zweite Schuss drin. Komm, mach's! Nein! Erster Angriff von Lausanne. Nach etwas über 5 Minuten. Sie haben den Goalie draussen. Oh nein! Nein! Sie machen mit der zweiten Chance ihr erstes Goal. Ach, das ist nicht wirklich verdient, wenn man beachtet, wie stark wir am Anfang sind. Wenn wir jetzt noch mehr drücken und etwas in unserer Chance auswertig machen. Nein, der Goalie safe das einfach. Sauberer Pass und jetzt rein. Nein, wieso schiesst du auf den Goalie, Junge? Heutige Folge kann ich, glaube Strafenflut nennen. Wir spielen schon wieder in Unterzahl. Ich komme einfach nicht in die scheiß Scheibe. Doch jetzt! Und komm, machen wir wieder ein Unterzahl-Goal wie im Spiel Nummer 1. Nein! So, jetzt holen wir uns den Ausgleich. Wir holen uns nicht. Wir müssen einfach an unserer Chancenauswertung schaffen. Ist uns immer noch direkt auf den Drecks-Goal. Oh, fuck. Komm jetzt nicht mehr durch. Die Lausanner, die drücken auf einmal. Scheiße, Goal verloren. Gar nicht gut. Was machen die da? Was machen die da mit uns? Sie machen es 2-0 bei uns. Ein Drecksgoal war jetzt wirklich. Jetzt klar, eine scheisse Verteidigung, aber das 2-0 ist noch weniger verdient als 1-0. Nein, was ist das gewesen? Komm, Goalie, yes! So, komm, bring den Pass durch, yes! Nein, der Goalie saved einfach wieder alles. Letztes Drittel, jetzt müssen wir richtig Vollgas geben. Komm, Pass, Schuss, nein! Pass in die Mitte, jawohl, und jetzt rein! Yes! Endlich machen wir das hochverdiente erste Goal. Wir haben Anschlusstreffer 1-2. Das letzte Drittel war ja schon immer unser Drittel. Und das ist auch wieder, komm! Yes! Auch ihr Goal in Lada, scheiß Kiste, Nina! Meine Güte, die ersten zwei Drittel habt ihr wie ein Schwein. Und jetzt lädt ihr außen Felix Fools Ei rein. Ausgleich 2-2. Fuck, schöne Parade. Oh, jetzt lassen wir die Scheibe laufen. Jetzt lassen wir sie laufen. Nein, der Diaz, der kommt von hinten und macht es 3-2. Spielkehrt im letzten Drittel. Ich muss es korrigieren. Es war der Moran, der die Kiste geschossen hat. Und jetzt brauchen wir ein weiteres Goal. Und das fällt jetzt nicht. Los, dann hat der Goalie draußen. Sie greifen an und sie machen es 3-3. Nein. Goalie raus, den Angriff und der Ausgleich. Fuck, nein. Ja, nicht nochmal Kiste. Schön Goalie. Jetzt geht's an Kiste. Voll uns. Jawohl. Auch brennt da oben ins Kreuz rein. Wir führen mit 4-3. Was ist das für ein krankes letztes Drittel? Nur schon das hat ein paar Tauben nach oben verdient. Denn es laufen die letzten Sekunden. Wir machen da nochmal. Nein, wir machen keine Kiste. Aber egal, wir gewinnen auch der zweite Match. Richtig geile Matches sind das gewesen. Mir hat es absolut Spass gemacht. Wenn es auch dir gefallen hat, dann vergiss nicht, meinen Channel noch kostenlos zu abonnieren. Wir sind jetzt am Ende angekommen. Ich freue mich schon auf eure Kommentare. Schreibt doch unten rein, welches ihr das lächerlichste Goal gefunden und welches ihr das geilste Goal gefunden und vorhin auch diskutieren, über was auch immer. Sind anstrengend beim Diskutieren, so wie beim letzten Mal. Das hat richtig Spass gemacht. Ich freue mich schon, eure Kommentare zu lesen. Allenfalls, ihr habt dann bei gewissen auch meine Meinung oder darauf zu antworten. Jetzt sind wir auf jeden Fall am Ende angekommen. Ich danke dir noch fürs Zuschauen und wünsche somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!